Moin Leute, was geht und ganz herzlich willkommen zu dem nächsten Part von Horizon Zero Dawn. Wir sind an der Stelle, wo wir stehen geblieben sind, wo ich mein Lager vorher nicht mehr gefunden habe, weil ich nicht wusste, wie ich da hingekommen bin. Aber jetzt versuchen wir hier weiterzukommen, weil erstmal muss ich einen Ausweg finden. Ey, das ist sehr stressig, hier einen Ausweg zu finden. Da ist eine Seilrutsche nach unten. Vielleicht ist das der richtige Weg, ich weiß es nicht. So. Ich muss auf jeden Fall auch noch hier mitnehmen, weil mein Beute ist immer noch bei der ersten, im ersten Feld und nicht mehr beim zweiten. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das stimmt, Aloy. Hier brauche ich sogar relativ oft Stoff. Da ist ein Wildschwein für fettes Fleisch. So, gib mir mal dein Fleisch. Weil das braucht dich nämlich für irgendwas, um da herstellen. Um eine Modifikation herzustellen, irgendwie Tragkapazität oder sowas. Das, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oh, der Heller. Huiuiui. Ah, ich habe noch einen Fähigkeitspunkt. Dann brauche ich halt leider das 2, drücke R1 mit. Für einen Angriff, der Gegner am Boden stark schädigt. Okay, das ist nice. Das interessiert mich nicht. Sammeln. Ja, okay. Ja, eigentlich ist das halt auch nice, so, weil ich halt relativ oft, wenn ich was finde, dann mit einem Ding reiten werde. Ah, guck mal, hier komme ich lang. Mir fällt auch gerade auf, dass der Sprinter, den ich. Sprinter? Nee, wie heißt denn der nochmal? Wie heißt denn der nochmal? Nicht Läufer, stimmt. Warum? Wie komme ich denn auf Sprinter? Das Ding ja gezähmt habe, aber der nicht mehr da ist. Das ist blöd. Das heißt, der wird nicht gespeichert. Schade. Wir befinden uns gerade auch in der Mission Die Rache der Nora. Mich freut es übrigens auch sehr, dass das Game auch sehr gut wieder bei euch ankommt. Und wir brauchen auch nur noch 3 Abonnenten, dann sind wir bei 100. Und dann, ja, ist ja echt nice, wenn ihr die 3 Abonnenten wegmacht. Das, okay, hier muss ich ein bisschen vorsichtiger. Welche Tiere sind das? Graser, kann ich den. Ich kann vom Touchpad nachgucken, was er hat. Ja, ich weiß nicht, ob ich den sehen kann. Ah, ich lasse es einfach. Geh einfach mal ausruhen. Da vor allem sind da hinten Läufer. Okay, Richtung Mutterkrone ist es schon hier. Oder müssen wir denn auch hin wegen der einen Mission? Ich bin gerade nicht sicher. Ich weiß, dass ich gerade die Mission mache, um dann endlich Level 12 zu werden. Gedrückt halten, das irritiert mich das Ganze. Guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Direkt neben denen, wie geil. Die haben aber die Wächer hier kaputt gemacht. Was ist das für ein fettes Vieh da hinten? Was ist das? Oh mein Gott! Der Dude ist Level 18, Alter. Was für ein. Digga, welche Stufe hat die Mission gerade, die ich mache? Auch 12. Egal. Ich mach die jetzt einfach. Oh, hier kann ich. Ah, da hinten sind Läufer. Geil. Zack. Überbrücken. Und aufsteigen. Zack. Und weiter geht's. Aber krass, ist direkt auf der anderen Seite. Welches sind die? Ach, egal, juckt mich gerade nicht. Hier ist ein Lagerfeuer, aber ich glaube, auf das scheiße ich jetzt gerade mal. Das lasse ich gerade nochmal aus. Scheiße, laufen hier viele Viecher rum. Fuck. Oh no, oh no, welches Level, welches Level, welches Level? Oh, ein Sägezahn, das heißt, der greift mich sogar an.
wäre schlauer, wenn ich vielleicht vom Läufer absteige. Da habe ich gar nicht mitbekommen. Der hat mich ja gar nicht mitbekommen gehabt. Lagerfeuer entdeckt. Wow. Ach Leute, das war ja sogar die Mission. Mich am Lagerfeuer ausruhen. Wie geil. So, ich bin ruhig. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Mhm. Okay. Ich habe jetzt 3 Missionen. Achso, das ist wahrscheinlich, ja, räumen die Lager. Sind Lager jetzt da, wo Leute rumrennen, oder ist es jetzt einfach da, wo... Ich kann wahrscheinlich aber auch leise durchgehen, ne? Ich glaube, ich versuche es am Anfang leise. Wenn ich entdeckt werde, dann ist es zwar so, ist es zwar kacke dann. Wie man sie da hinten noch einmal reden hört. Den Wächter, ne? Oh, 12. Egal, komm. Warum Autsch? Was willst du? So, ich versuche mich jetzt an den Rand zu sneaken. Nice, hab ihn gekillt direkt. Nice. Den Alarm. Hier war nur noch irgendwo einer. Ja, guck mal da. Nein. Nicht schon wieder. Wer weiß, wo die stecken? Scheißdreck, sind das viele. Leute, kämpfen hier gegen ihn. Ich bin stuck, I don't know. Ist das gerade nett oder ist das böse? Ich weiß es gerade nicht. Ah, das sind meine. Ah, okay, das ist meine Leute. Müssen wir neue Pfeile herstellen? Ich habe gar keine Pfeile mehr. Ja, moin! Ja, ich bin viel zu schwach, Digga. Ich bin viel zu schwach, Junge. Habt ihr gerade gesehen, wie viel Damage der mir abgezogen hat? Dieser Schlag war locker 100 Damage. Ich habe mich nur einmal getreten gehabt. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Wer schreit da so rum? Was war das für eine Rumgeschreie? Zack. Oh shit. Ich muss dann versuchen, auf Kopf zu treffen, aber Kopf ist der einzige Punkt, wo ich stark bin. Dann bekommt er einfach kein Damage. Ging schnell, okay, die sind halt auch schon 4 Stufen über mir, ne? Die sind auch einfach 4 Stufen über mir.
Was ein bisschen kacke ist. Also wirklich. Ah, Digga, alles von vorne oder was? Was drück ich den ganzen Fit? Warum kommt er so nah? Ja, du dummer Wichser. Ja, moin. Ich bin tot. Noch lebe ich. Scheiße. Wie Hilfe wird bald kommen. Könnt ihr mal aufhören, Hilfe zu rufen? Ich kenne auch nicht, wer von den Gegnern ist und wer Teammate. Warum schießt er jetzt plötzlich auf mich? Ja, 15 Hit, scheiße. Ja, wieder 15 Hit. Ja, moin, wo ist der denn hingeflogen? Oh mein Gott, habe ich den gerade wirklich da durchgeschossen. Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Weißt du, was du machen kannst? Kannst brennen, Junge, brennen. Oh mein Gott. Oh, das erste Lager ist aufgeräumt. Perfekt. Ey, dieser scheiß Trank, ne? Man kann nur 3 Stück mitnehmen. Das regt mich ein bisschen auf. Kann ich vielleicht... Tragekapazität? Tränke? Ja, Trankbeutel. Ah, fehlen mir Metallgefäße. Fuck. Soll ich eigentlich auf meine... Art und Weise, wie ich rede, eigentlich aufpassen? Oder geht so diese Wörter? Weil mittlerweile, wenn die Leute das gucken, die, keine Ahnung, 10 sind, die kennen die ganzen Wörter doch eh mittlerweile schon. Egal, ich versuche jetzt meine Wortwahl ein bisschen anders zu reden. Nicht mal solche Kraftausdrücke zu benutzen. Ich bin auch Level 8, das ist so doof. Altes Gefäß Merien, was ist das? Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, trägt die Aufschrift Miriam. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnung eingetauscht werden. Oh, das ist stark. Oh nein. Warte mal, wo? Da oben, ne? Einsammeln oder? Ich glaube, das ist zum Einsammeln und nicht zum Scannen. Ja, doch, von hier. Ja, moin, dann geh doch vielleicht da drauf. Okay, das ist doch zum Scannen. Sind. Luna, ich komme. Heißt es. Ah, ich gehe jetzt erst hier links lang. Es reicht ein bisschen. Oh nein. Nee, der ist tot. Ein Wächter, ja, ich versuche den. Versuche den Wächter zuerst down zu machen. Was mache ich denn? Warum?
Nice, den habe ich. Das hat niemand mitbekommen. Ja, so muss es so laufen. Ist der Panzerbrecher tot oder was? Er scheint so. Okay, da ist noch ein Wächter. Die Frage ist nur, ich bin hier gerade sehr, sehr beschissen. Ja, komm her. Komm her. Und Stillerschlag. Zack. Das macht so viel Damage, ne? Der Stillerschlag. Das ist so geil. Was kann ich hier jetzt gucken? Maschinenkern, Mitte. Okay. Ich kann halt nichts mehr herstellen. Das ist doof. Das hilft bestimmt weiter. Ich nehme mal ein bisschen hier mit. Da läuft einer. Ich kann die ja auch markieren, wie die laufen. Wie geil. Da steht ja jemand. So, jetzt leise. Hier ist noch jemand. Immer noch auf der Suche nach mir. Wo ich entdeckt? Ah, da oben! Oh mein. Wie ist der denn geflogen? Ja, wer schießt denn auf mich? Okay, du zündest dir gar nichts, Alter. Du zündest dir nichts. Digga, wo... Ey, ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Kann ich hier vielleicht nicht hoch? Ey, come on. Ach du Scheiße, sind da viele. Oh mein Gott, rufen. Da ist noch jemand. Ich sehe halt schlecht. Okay, das Lager ist auch aufgebaut. Perfekt. Es fehlt noch einer. Noch ein Lager, dann sind wir, glaube ich, mit der Mission durch. Bin mir nicht sicher. Stufe 9. Nice, geil. Feier ich. Nochmal 10 Leben mehr. Das ist auch geil, dass man einfach Leben dazu kriegt, wenn du Level aussteigt. So, erstmal heilen. Jetzt gucke ich wegen Mission. Ah, ich kann noch einkaufen. Kacke. Ey, warte mal in den Nacken. Dann nehme ich das, dass ich kritischen Treffer machen kann. Habe ich das gekauft? Ja. Herstellen kann ich aber immer noch nicht. Das ist doof. So, aber Pfeile kann ich. Oh, ich habe noch einen Pfeil gehabt. Oh mein Gott. Nein, ich will den. Hier ist ein Wächter, zack. So, das letzte Lager kommt jetzt.
Ach du Kacke. Da steht ja noch einer. Ach komm. Geht das schon nicht mit. Das hat er wirklich nie mitbekommen. Junge, wie soll ich denn seinen Kopf treffen, wenn ich keinen Hit auf den Kopf mache? Ja, so muss es gehen, Digga. Hier meine Flammenpfeile, zack. Jetzt brennt der. Schieß nochmal auf den. Jetzt brennt der. Jetzt brennt er noch mehr. Und der auch, so. Nein, ich hab doch Pfeile gewechselt. So, dann kill ich den. Zack. Ah, schade, hier hätte er klappen können. Ich glaube, zack. Zack. Zeig dich. Zack. Alter, das ist auch noch einer. Und jetzt ist er perfekt versteckt, da im Wasser. Ich kann halt nichts looten, ne? Und einer kommt ein Wächter. 10er Damage mache ich bei denen sogar. So mehr Pfeile herstellen, zack, 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 zack. Ey, das war doch dieses Stimme von Sullivan aus. Und schadet, oder nicht? Okay, der läuft weg. Das war ein guter Hit. Der nicht. Der ist ein bester Hit, Digga. Ey, die Pfeile machen sich auch immer selbstständig ab und zu, ne? Ich sehe nichts wegen dieses weißen Ding. Was versucht der denn? So, ist perfekt. So, ich wahrscheinlich mit. Begib dich zum höchsten Turm. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Alter, muss ich viel laufen. So, ich weiß nicht, ob ich looten kann. Meine Taschen sind voll. Schlagscheinglas. Was ist ein Schlag? Was war Schlag nochmal? Oh, das. Ich kenne das Wort, aber ich weiß nicht mehr, was Schlag war. Vielleicht habe ich gerade auf irgendwas anderes im Kopf. Ich weiß nicht. Ich brauche mehr Heilungsdinger. Verdammt nochmal. Wer sucht dich? Ist doch niemand. Oder ist hier jemand? Ah, vielleicht meinst du immer noch den Wächter, der mich immer noch sucht. Die Rache der Nur. Warte mal, stimmt, hier sind ja noch welche. So, ja, hier. Oh ne, das sind Leute von mir, okay. Mit Sona oder mit Wahl? Mit Sona. Mit dem Lallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme.
Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Junge, ich verstehe auch nicht. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Mutter und Sohn behandeln sich so komisch, ne? Er sagt Kriegsherrin zu ihr. Anstatt Mutter. Soll ich ihnen jetzt folgen oder was? Bitte nicht, wenn du so langsam... Wie läufst du denn? Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ich brauche nochmal neue Pfeile. Warum kann ich eigentlich noch keine Modifikation in meinen Pfeil packen? Ich kann alles noch nicht benutzen. Oder muss ich das über meinen Bogen machen? Nee. Finde ich komisch, also ich... Du hast einen Plan, oder? Nein. Du bist mir sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Vor allem ist es mein Plan und er rennt... Du wirst es gleich sehen. Junge. Was bleibst du jetzt hier stehen? So sah das gerade gar nicht aus. Mit der normalen Cam. Nimm meine Hand. Meridian wird bald wieder uns gehören. Nimm du den da rechts. Hier sind mehrere. Ach komm. Auf sie! Jo, was machst du denn? Warum hilft er mir denn nicht? Mach dich. Er zittert. Oh mein Gott, sein Digga, die Schläge von dir macht 100 Damage. Tränke benutzen muss, weil ich keinen Heal habe. Egal, hab ich mal Tränke verbraucht. Ah, guck mal hier. Habe ich tatsächlich auch nur durch Wahl entdeckt. Schön leise jetzt. Weil da war ja ein Rechter. Nimm du den linken. Das ist scheißegal, welchen ich nehme, weil du mir eh nicht helfen wirst. Guck, jetzt macht still der Schlag. Oh mein Gott, er kann ja... Ich habe gerade einfach den falschen genommen, wie es aussieht. Leute, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall schöne Ostertage gehabt. Oh shit, ich hab falsch das gedrückt. Den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Ach, das Scheiße. Schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Du. Nicht die Kriegsherrin. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Oh, das wird auf jeden Fall schwierig. Weil guck dir die mal an, Alter, die sind Level 23. Wird es sehr viel einfacher sein. Ich habe das Gefühl, ich werde verkacken. Ich muss nur richtig auf die Luke zielen und schießen. Ich werde gerade auf jeden Fall ein bisschen ruhiger sein.
Warum läuft er denn genau bei mir lang? Verpiss dich doch. Egal, ich bin in Deckung. Ich bin fürs Erste in Deckung. Der kommt, glaube ich, zu mir, wie es aussieht. Das ist gut. Und Schlag von oben. Der Wächter scheint auch weg zu sein. Sehr stark. Der ist das, oder ist er stuck an der Wand? Ich will irgendwo in Deckung gehen, aber ich kann halt nicht wegen dem scheiß Wächter. Mein Gott, ich kann ihn nicht in Deckung. Ich kann ihn nirgends so in Deckung. Ich muss schnell zu der Lohe. Digga, da war halt nichts für Deckung. Nichts. What the fuck? Wie soll ich denn da hinkommen, ohne entdeckt zu werden, wenn da nichts für Deckung ist? Oder hätte ich doch oben lang gemusst? Junge, diese Mission geht schon wieder so lange, ne? Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Wenn ich jetzt sterbe, beende ich den Part und mach das in der nächsten. Hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Schatten, führe dich! Ich muss die Lohe entzünden und zwar schnell. Ich muss halt in Deckung bleiben, also hört man ihn an. Die auch für Drecksviecher schon wieder rumrennen. Ein Geschenk des Schattens. Wie schwimmt die denn da jetzt? Ich dachte, das wäre nicht so tief. Ja. Ja. Warum sind es so viele plötzlich? Hilfe. Ich weiß ja nicht, was die Schwachstelle ist, aber ich schätze mal, oben auf dem Dings. Sehr gut, sehr gut. Wie viel Leben hat der denn? Gott. Nur das ist immer so Konzentration, wenn die so hoch sind mit dem Level. Ah, ich hab nichts mehr zum Healen, Digga. Ich bin am Arsch. Digga, was ist das denn? Ich bin doch drauf. Geht doch, Alter.
nicht leben, das ist gar nicht gut. Deiner Bruder gerade rein. Oh ne, wie diese neue Gegner wieder da auch, Digga. Wo kann ich den Trank denn nicht mal mitnehmen? Oder ist er gleich down? Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ich springe noch genau in die Flamme. Ach, du Kacke. Geschafft. Alter, war das stressig. Siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben. Wie die Ruine. Ist die Mission durch? Nein. Es ist vorbei. Doch. Die werden niemanden mehr umbringen können. Let's go. Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. So, Leute. Ich würde auch sagen, das war's erstmal mit diesem kleinen, längeren Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Feiertage, habt eine schöne, entspannte Woche. Liked auf jeden Fall auch diesen Part, falls er euch gefallen hat. Abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Ich verabschiede mich in diesem Sinne. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.